Lou's Kanal, die kennen wir ja noch von ihrem ersten Song Reflektion. Aber da steht doch das deutsche Wort Reflektion. Reflection. Ich bin mir relativ sicher, dass Reflection in Deutsch Reflektion ausgesprochen wird. Reflection. Stopp! Sonst kriegt ihr gleich einen auf die Schnauze. Jedenfalls war ihr erster Song ja auch schon minimal inspiriert vom Tanz der Moleküle von Mia. Und jetzt hat Lou's Kanal nochmal nachgelegt. Achtung, es wird jetzt richtig deep. Naja, und zufällig haben wir mal wieder einen Song gefunden, der klingt fast genauso. Haben wir den Eigenanteil aus Lou's Song erfolgreich rausgerechnet? Das ist Reflektion! Und wir zeigen euch Lou's neueste Kollektion, natürlich auch wieder strengstens limitiert. Und wenn Unlimited Edition weg ist, dann ist sie weg. Lea, Lou, alle halten sich die Ohren zu, wenn die kleine Kim singt auch. Hi, wir sind Kim und Robert und wie immer, wenn ihr diesen Kanal mit Glocke abonniert habt, dann postet diesmal bitte den Hashtag Cornflakes in die Kommentare. Der Vorschlag kommt von Sonja, sie meint damit bestimmtes Frühstück von Lea Lou. Die ist 17 Jahre alt, kommt aus Niedersachsen und ist im Gegensatz zu uns erfolgreiche Influencerin. Und deswegen schalten wir jetzt weiter zu unserer besten und einzigen Reporterin Kim, live auf dem nächsten Regenbogen. Kim, was machst du da? Ich trage heute die neue Kollektion von Lea Lou. Okay, das ist eine Regenbogenflagge, die du anhast. Richtig, es ist so genial, es ist so einfach. Einfach aus dem Internet runtergeladen und aufs T-Shirt gedrückt und fertig ist die neue Kollektion, die Official Song Limited Collection. Am liebsten magst du die kleinen Details. Ach, du meinst sowas wie das geklaute Regenbogenherz hinten im Nacken, ja? Ach, geklaut, es geht um Liebe, passend zum Song We Are Lovers. Moment, hier steht doch We Are All Lovers. We Are Lovers. Aber hier steht doch Lovers. Robert, es ist egal. Hier weiß doch auch keiner, wie der verdammte Song heißt. Mein Gott, es geht um Liebe. Ja, aber dann ist der Song ja offensichtlich auch noch geklaut. Ja. Okay, du sagst es so, als würde dich das auch noch freuen. Ja, stell dir mal raus. Stell dir mal raus, was wäre, wenn wir hier eine richtige Reporterin hätten. Ich habe auch einen richtigen Moderator. Denk das nächste Mal ein bisschen mehr über deine Kommentare nach. Ja, und dann habt ihr euch einfach einen alten Robin Schulz-Song rausgesucht, habt den ein bisschen langsamer gemacht, habt den ein bisschen nach unten gepitcht und dann habt ihr den kompletten Aufbau eures Songs und alle Akkorde einfach eins zu eins einmal rüber kopiert. Übrigens, schon ihr letzter Song war, naja, sagen wir mal, inspiriert von Robin Schulz. Sogar das Saxophon-Solo ist an der gleichen Stelle. Hier ist das von Robin Schulz. Hier ist das von Lea Lou. Und hier sind beide Solos, Soli, zusammen. Oh, das ist aber ein Zufall. Das überrascht mich ja jetzt voll. Okay, Kim, das nimmt dir kein Mensch ab. Was soll ich denn machen, Robert? Wir haben so viele Follower und so wenig Talent. Ich meine, mit diesen ganzen T-Shirts, da kannst du ja auch nicht ständig immer Geld verdienen. Ne? Das kauft ja auch keiner, selbst wenn wir Limited Edition dran schreiben. Dabei haben wir uns gerade so ein wunderschönes Luftballonbild gratis runtergeladen und das in unseren Shop eingebaut. Mit viel Liebe, also mit wenig Liebe. Vor 2 Monaten haben wir diesen streng limitierten Pulli einfach nochmal drucken lassen. 50 Mal. Wir haben noch so ein paar Farbpatronen unterm Drucker gefunden. Das war echt ein Feiertag für uns. Was bitte? Alles streng limitiert. Die Leute mussten sich anstrengen, damit sie noch einen Pullover bekommen. Den gibt es immer noch im Shop. Ja, da müssen wir wohl nochmal streng limitiert dran schreiben. Und wenn Unlimited Edition weg ist, dann ist sie weg. Nö. Aber Lea Lou ist 17, die macht gerade Abi. Und hab mein zweites Vorhaben geschafft mit Jimmy. Müsst ihr mit der unbedingt Klicks machen?
Ja, Robert, müssen wir. Wir sind ein professionelles Management. Und wie wir auf unserer Homepage, auf der Homepage vom Management von Lena Nu... Lanunana, was ist da denn los? Was ist hier los, Leute? Direkt von der Homepage von dem Management von Lea Lu steht Folgendes. Wir sind aktiv auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, übernehmen die Konzeptierung von Designs und machen für die auch professionelle Produkt- und Modelfotografie. Das Beste, wir haben ganz viele Instagrammer unter Vertrag. Da hast du in einem Shop mal so eine kleine Rose, in dem nächsten Shop wird die Rose ein bisschen gedreht. Und was richtig, richtig gut war, da sind wir richtig stolz drauf, wir haben gelernt, wie man diese Rose auch einfärben kann. Deshalb ist sie jetzt regenbogenfarbig und auf den T-Shirts von Leon Content drauf. Klar, der hat auch einen Freund. Aber das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Ja und? Ergibt diese Regenbogenflagge hier Sinn? Naja, die steht immerhin für einen jahrelangen Kampf für Gleichberechtigung, ne? Für Liebe. Also ihr nehmt euch irgendwelche Bilder aus dem Internet, dreht ihr einmal rum und dann druckt ihr das einfach so 1:1 auf ein T-Shirt drauf. Finde ich nicht gut. Ja, willst du eins haben? Nee, danke. Ich habe noch von meiner letzten Bestellung aus dem Internet. Das ist rausgeworfenes Geld. Robert, ich will jetzt hier nicht die Einzige sein, die sich den verdammten Song runtergeladen hat. Felicia, jetzt fände ich diesen verdammten Song runter! Okay, die Verbindung zur Regenbogenwolke ist offenbar gerade gestört, Kim. Warum? Hallo, ich bin Kim? Hier noch, ich bin noch hier. Kim? Hallo, du kommst doch nicht raus aus der Nummer. Kim? Hallo? Kim, ich kann Kim gerade nicht mehr erreichen. Na, so ein Pech aber auch. Damit wir wieder Kontakt zu Kim aufnehmen können, postet jetzt bitte einen von euch selbst designten Regenbogen-Emoji in die Kommentare. Aber einen eigenen, ne? Nicht einfach kopieren von irgendjemand anderem. Kim! Du bist wieder hier. Ja, irgendwie gab es Probleme auf dem Regenbogen. Ich habe wohl zu laut Musik gehört und da haben die mich runtergeworfen. Die haben dich vom Regenbogen geworfen. But we are all lovers. Cat lovers. Cat lovers. Übergang habe ich mir gerade selbst ausgedacht. Wow, der stand nicht im Skript. Der stand nicht. Wir haben ja wohl kein Skript. Nie. Also wir Skripten. Und jetzt gibt's eine Katze. We are lovers.